Und während es bei uns hier langsam Nacht wird, ist er eher noch hellere Lichtverhältnisse in seinem Land gewohnt, im Norden Europas, in Skandinavien, nämlich der Schwede Svante Johansson. Von der Westküste Schwedens kommt er. Eigentlich studierte der mal Maschinenbau. Sein Vater besaß mal ein Sägewerk, zu dem Landwirt. Aber er hat gesagt, ich will Profireiter werden. Svante Johansson ist übrigens 44 Jahre alt. Schwedische Mannschaft. Einen neuen Trainer haben sie bekommen vor einigen Monaten, nämlich den Niederländer Hans Horn. Und er führte sie zum Nationenpreissieg am vergangenen Sonntag vor heimischer Kulisse in Falster. Ja, da hat der Schwung nicht gereicht, er kam auf die gelbe Linie, wie ich sagte vorhin schon, die Torlinie des Wassergrabens. Und die zählt mit als abschließendes Element an diesem Hindernis. Noch ein Abwurf. Und der Zeitdruck, denn die wurde eigentlich auch nicht eingehalten. Die erlaubte Zeit von 84 Sekunden. Maria Grätzer, erfolgreiche schwedische Springreiterin, lange Zeit Teamchefin der schwedischen Springreiter-Nationalmannschaft. Ja, es sind 9 Punkte von Svante Johansson und 9 hatten sie nach dem ersten Durchgang. Und Malin Barjat Jonsson ist schon geritten als erste Reiterin im zweiten Durchgang. Und ihr unterliefen 2 Abwürfe und die werden damit definitiv zählen. Und ich darf mal ganz schnell abgeben. Stimmungen, Oka Gundel bitte.